Es war ein erfolgreicher letzter großer Auftritt für die Munich Ravens. Die Münchner beenden mit einer Bilanz von 7 Siegen und 5 Niederlagen ihre erste Saison in der European League of Football. Damit sind sie das erfolgreichste Newcomer-Team. Natürlich ist es unser Anspruch, die Playoffs und so weit zu kommen, wie es eben geht. Man ist aber auch realistisch, dass man eben ein Team komplett neu aufbauen muss. Und wie gesagt, ich glaube, wir haben einen echt guten Job gemacht. Wir haben Top-Contender mit Stuttgart besiegt und hätten eigentlich auch gegen Tirol gewinnen müssen. Und ja, darauf lässt sich auf jeden Fall aufbauen. Deswegen, wir haben unsere Erwartungen schon erfüllt, aber man will natürlich immer mehr. Die neu gegründete Mannschaft war von Beginn an ein richtiger Zuschauermagnet. Im Durchschnitt waren pro Spiel rund 5000 Besucherinnen und Besucher im Stadion. Und ihnen wurde auch beim letzten Heimspiel einiges geboten. Mit zahlreichen Mitmachaktionen und Essensständen war schon lange vor dem Anpfiff der Platz vor dem Stadion gut besucht. Also wir sind regelmäßig vorher da und schauen hier einmal so die Runde. Die Spieler sind super nett, die kann man dann auch vor den Umkleiden noch alles Gute zum Spiel wünschen und so. Also ich finde die Action hier echt interessant und toll. Es wird mit jedem Mal besser. Wir fühlen uns wohl, es ist eine große Familie. Ja. Fans kommen zusammen, Familien kommen zusammen, Gegner kommen zusammen, die zur Familie werden. Wir sind sehr stolz drauf. Ich habe College-Football, habe NFL-Football schon mitgemacht, aber das gut ab, wirklich, haben sie super aufgezogen. Für nächste Saison sind die Dauerkarten schon besorgt. Und diese Heimstärke hat die Ravens schon die ganze Saison über verfolgt und geholfen, einige Siege einzufahren. Das war das, was wir uns gewünscht haben, dass es passiert, dass es dann wirklich so kommt, die Leute das so schnell auch annehmen als ihr Team. Ja, wir haben jetzt schon einen Fanclub mit 100 Mitgliedern, die zu jedem Spiel auch auswärts mitreisen. Das ist phänomenal. Für einen Platz in den Playoffs hätten die Münchner in ihrem letzten Spiel noch mit 150:0 gegen die Barcelona Dragons gewinnen müssen. Mit 55:0 haben die Ravens ihre Dominanz zwar klar bewiesen, fürs Weiterkommen hat das aber leider nicht mehr ausgereicht. Dennoch sind sie überaus stolz, überhaupt so weit gekommen zu sein. Ich meine, wir sind als neue Franchise in diese Liga gestartet. Auch in einer der toughesten Divisions, tatsächlich muss man sagen. Und wir haben uns wirklich super verkauft. Ärgerlich ist natürlich, dass wir die Playoffs jetzt knapp verpasst haben. 150 Punkte waren es heute nicht ganz. Wir haben jetzt aber trotzdem nochmal einen ganz guten Saisonabschluss gefunden. Jetzt dürfen sich die Ravens erstmal eine Pause erlauben und zuschauen, wie es für 6 andere Mannschaften in den Playoffs weitergeht. Das Ziel für die nächste Saison ist aber jetzt schon gesetzt. Denn dann soll es weitergehen bis in die Playoffs und zum Meistertitel.